den Schnappen und Schnitzeljagd. Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich am liebsten spiele. Ich hätte gern jeden Tag Geburtstag. Und du hast so viele Geschenke bekommen. So ein Schlitten hätte ich auch gerne. Aber bald ist ja Weihnachten. Da bekommen wir alle Geschenke. Aber wisst ihr, was ich nicht verstehe? Weihnachten feiern wir doch, weil Jesus geboren ist. Er hat also Geburtstag. Warum bekommen wir dann Geschenke und er nicht? Das ist wirklich eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich habe da eine Idee. Lass uns doch ins Kaufhaus gehen und ein Geschenk für Jesus besorgen. Oh ja, prima Idee. Ein Geburtstagsgeschenk für Jesus. Ho, 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 liebe Kinder. Könnt ihr denn ein Gedicht aufsagen? Dann hole ich doch etwas aus meinem großen Geschenkesack. Von draußen vom Wald komme ich her. Muss ich sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Guter Weihnachtsmann, wir suchen ein Geschenk für Jesus. Hast du eine Idee, was wir ihm schenken können? Also wenn dieser Jesus ein Geschenk haben will, dann soll er schon selber kommen und ein Gedicht aufsagen. Nun verschwindet, seht ihr nicht, hier stehen noch andere Kinder, die ein Geschenk haben wollen. Herzlich willkommen im Geschenkeparadies. Hier gibt es alles, was man sich wünschen kann. Wir führen in diesem Geschäft verschiedenste Geschenke. Für große Kinder, kleine Kinder, Väter, Mütter, Tanten, Onkel, Verwandte und Bekannte. Wie kann ich euch helfen? Guten Tag, wir suchen ein Geburtstagsgeschenk für Jesus. Ist es ein Freund von euch? Das Komplettpaket von Lego Star Wars kann ich empfehlen. Der absolute Renner dieses Jahr. Und ihr habt Glück. Einmal habe ich es noch da. Das Gesamte für nur 200 Euro. Ist das nicht ein Schnäppchen? Das ist aber ganz schön teuer. Vielleicht überlegen wir uns das doch nochmal. Kommt, wir gehen heim. Vielleicht fällt uns ja da was Besseres ein. Wir können auch Oma fragen. Die hat doch immer eine gute Idee. Wir brauchen ein Geschenk für Jesus. Hallo Kinder, kommt doch erstmal rein. Ich habe gerade frische Plätzchen gebacken. Ihr seid bestimmt durchgefroren von der Kälte draußen. Oma, Weihnachten feiern wir doch, weil Jesus geboren ist. Er hat also Geburtstag. Warum bekommen wir dann Geschenke und er nicht? Das ist doch ungerecht. Ich habe schon so oft Weihnachtsgeschenke bekommen. Und Jesus, das Geburtstagskind, bekommt nichts. Also, ich mache jetzt noch eine Kanne Tee. Dann setzt sie mal und wir sind auf dem Sofa gemütlich. Und ich erzähle euch, wie es damals dazu gekommen ist. Kannst du dann auch sagen, was wir Jesus schenken können? Wenn ihr die Geschichte bis zum Schluss anhört, kommt ihr ganz sicher selbst darauf. Also, das war so. Hiermit verkünde ich die Einordnung des Teils der Russen. Alle Bewohner des Landes sollen in die Stadt ihrer Vorkommen gehen und sich zählen lassen, damit der Pass bleiben kann, wie viel Steuer erhoben man muss. Macht euch sofort auf den Weg. Josef, hast du das gehört? Wir müssen sofort los. Nach Bethlehem, das ist ein echt langer Weg. Pack schnell ein paar Sachen zusammen. Wir müssen uns beeilen. Hoffentlich finden wir noch einen Platz zum Schlafen. In meinem Haus ist alles voll. Betten sind schon lange nicht mehr angewiesen. Die Leute schlafen ja schon auf dem Fußboden. Und selbst da ist jeder Platz schon ausgenommen. Ich muss Kaiser Augustus danken. Durch diese Volkszählung mache ich das Geschäft meines Lebens. Aber ihr kommt zu spät. Gerade habe ich die letzte Familie aufgenommen. Jetzt ist wirklich Schluss. Oh nein, noch mehr Gäste. Ich bin seit Tagen ausgewogen. Aber sie sind ja schwanger. Nicht, dass sie ihr Kind mal auf der Straße bekommen müssen. Ich habe hinter dem Haus noch einen Stall. Dort ist es immerhin warm und ein Wetterstroh ist besser als gar kein. Haben Sie herzlichen Dank. Und seht ihr das große Licht? Fürchtet euch nicht, seht, ich verkünde euch eine große Freude für das ganze Volk. Denn heute ist der Heiland geboren. Dieser ist Jesus Christus, der Herr. Ihr werdet ein Kind finden, das in Linden gewickelt in einer Krippe liegt. Er war sehr Gott in der Höhe und nie noch Erde. Ich weiß zwar nicht, was ein Männer ist, aber spannend hört sich das schon an. Komm, wir suchen die Krippe. Dort läuft ein Männer sterben. Genau sein großes Gott. Dort läuft ein Männer sterben. Genau sein großes Gott.
Und darüber ist ein großer heller Stern. Hier sind wir richtig. Der Engel hat uns hier hergeführt. Euer Kind ist der Heiland. Dürfen wir hereinkommen? Kommen wir rein. Heute Nacht ist ein Wunder geschehen. Und jeder soll daran teilhaben. Geburtstag geschenkt, sondern an jedem einzelnen Tag.